Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Naturheilzentrum Bottrop YouTube-Kanal. Wir vor euch heute aus der Praxis mit dem Thema hoher Blutdruck oder Hypertonie. Risikofaktoren, Herzinfarkt, Arteriosklerose oder sogar der Schlaganfall. Was ihr unbedingt darüber wissen solltet und wie ihr dem natürlich begegnen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Deshalb unbedingt dranbleiben. Und reinschauen. Mit Farid Setum und Christian Ruger. Er ist nicht nur schädlich, er kann auch verdammt gefährlich sein. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Drittel aller Deutschen einen erhöhten Blutdruck haben? Das sind 20.000 bis 30.000 Menschen. Das Perfide ist, oftmals merkt man überhaupt nicht, dass man eine Hypertonie oder den sogenannten Bluthochdruck hat. Wird er diagnostiziert, bekommen die meisten Patienten Blutdrucksenker verschrieben. Dabei kann man dem wunderbar auch mit ganz natürlichen Mitteln begegnen. Und dazu wollen wir euch jetzt mehr erzählen. Ihr könnt euren Blutdruck selber beeinflussen. Viele Fachärzte und Studien weisen auf die positiven Resultate hin, die regelmäßiger Sport zum Beispiel bringt. Andere schwören eher auf eine Umstellung in Ernährung. Dritte weisen darauf hin, dass zum Beispiel Fenchelsamen oder Kamille durchaus positive Wirkungen auf den Blutdruck haben können. Und jetzt kommen unsere vier Tipps für euren besseren Blutdruck. Der Lebenswandel spielt natürlich eine ganz große Rolle. Deshalb erstens, weniger ist viel, viel mehr. Vielleicht mal die Pizza oder den Burger gegen eine ausgewogene Ernährung tauschen. Vitaminreich und mit viel Obst. Und dafür etwas weniger Salz. Punkt 2. Etwas Zurückhaltung, auch im Punkt Alkohol. Denn hier gilt auch, der steigt nicht nur zu Kopf, sondern er kann auch Blutdruck und Puls erhöhen. Den Druck senken, zum Beispiel durch Sport. Hier empfiehlt sich mindestens dreimal die Woche 30 Minuten. Das kann ein Spaziergang sein oder wie ich zum Beispiel joggen gehen. Viertens, schenkt eurem Leben Leichtigkeit. Übergewicht muss nicht sein und schafft oft Druck. Jedes Kilo, das ihr verliert, kann euren Blutdruck senken. Ihr seht also, Bluthochdruck oder Hypertonie kann eine ganze Menge mit eurem Lebensstil zu tun haben. Und dem könnt ihr positiv begegnen, indem ihr euch zum Beispiel regelmäßig bewegt, auf eure Ernährung achtet, weniger Alkohol trinkt und auf Nikotin verzichtet. Ganz wichtig ist natürlich, lasst euch regelmäßig durchchecken. Beim Arzt oder Heilpraktiker eures Vertrauens. Alle Informationen rund um das Thema Hypertonie oder Bluthochdruck und was ihr auf jeden Fall darüber wissen solltet, was ihr dagegen tun könnt, haben wir hier für euch in der Videobeschreibung. Ich lege euch natürlich den Blog zum Thema natürliche Mittel bei Bluthochdruck wärmstens ans Herz. Den findet ihr auf dem Blog Naturheilzentrum Bottrop. Wir sehen uns übrigens wieder in genau 8 Wochen mit dem nächsten spannenden Thema. In der Zwischenzeit bleibt gesund. Schaut unsere weiteren Videos hier auf dem Naturheilzentrum Bottrop YouTube-Kanal. Abonniert uns, liked uns und wir sagen bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss!